Hey und ho und guten Morgen. Ich begrüße euch hier wieder zu Wir spielen Minecraft im Dschungel, in meinem schönen Dschungelhaus. Das gefällt mir richtig gut. Trotzdem möchte ich mal ein bisschen wieder raus. Heute habe ich mir überlegt, der Tag ist noch jung, also lasst es uns ausnutzen. Ich möchte einfach mal auch ein bisschen die Gegend kennenlernen, in der wir uns hier häuslich niedergelassen haben, und ich wollte das mit dem Boot tun. Warum auch nicht? Na, ich bin schon mal da hinten in diese Richtung, mal habe ich mal einen Abstecher gemacht, aber das war's. Ist ja ganz kurz, das kennt ihr wahrscheinlich noch von irgendeiner Folge vor einiger Zeit. Da ist da so ein schöner Vorsprung auch noch und Überhang und aber auch nur ein kleiner See, und dann war es das. Wo ist denn mein Boot hin? Hallo Boot, komm mal her. Was schwimmt ihr denn hier hinten rum? Das sind bestimmt wieder die komischen Tiere da irgendwie, die ihre Hufen im Spiel haben. Nein, ich mache mich jetzt hier mal auf den Weg, eigentlich Richtung Ponderosa, biege aber vorher mal ab, denn da war doch noch irgendwie eine Seenplatte. Könnte mir vorstellen, dass da vielleicht noch irgendwie ein Fluss abgeht. Das wäre natürlich super, wenn wir hier so einen richtig schönen, langen Flussweg hätten. Die sind im Grunde sehr praktisch. Und ich finde es halt auch immer sehr schön, dass man hier so ein Fahrzeug hat, was man lenken kann. Das bringt auch nochmal etwas Abwechslung in das Spiel. Wo man sonst ja immer nur laufen und hüpfen kann. Laufen und hüpfen kann. Ui, ganz schön tief hier, ne? Ja, also hier, da müssen wir eigentlich zur Ponderosa. Ich fahre jetzt hier mal rechts lang. Ah ja, vorsichtig, wir müssen ja auf die Killerrosen achten. Ein bisschen die Fahrt drosseln. Oh, es geht wirklich noch hier weiter. Ich halte mich mal da rechts. Oha, ein mordsmäßiger Überhang. Geht da denn noch? Ist aber wahrscheinlich nur ein Lichtfehler. Und Moment mal, ich sehe da noch innen Säulen. Boah, geht da noch rein? Sogar auf Wasser. Das ist ja abgefahren. Boah, ist ja eine Unterwasserhalle noch, aber ich traue mich da jetzt nicht so wirklich rein. Aber das ist natürlich mal ein Erkundungsziel, auf jeden Fall. Das sieht ja irre aus da drin. Mal mit meiner Spürnase so ein bisschen in die Gegend gucken. Mal ein bisschen riechen an der Luft. Ich glaube, da hinten ist nichts, was abzweigt. Ist das denn da? Nochmal so ein Überhang oder ist das nur... Kommt man da sogar durch? Nein, nein. Komm, 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 komm. Also sind wir eigentlich so ein bisschen im Kreis gefahren. Normalerweise müsste ich doch vielleicht sogar mal irgendwie unseren Dschungel sehen. Mal sehen, wo es hier lang geht. Oh, das sieht, glaube ich, schlecht aus. Sackgasse. Herrlich. Hallo Schweine. Was hier? Hier ist auch nichts. Also wieder wenden. Ach, jetzt enttäuscht mich aber nicht. Komm, das muss doch hier noch irgendwo weitergehen. Was ist da noch? Hier die Ecke noch irgendwie abgrasen. Ja, kommen wir ja schon fast wieder zurück, ne? Ach, schade. Uah, Schwein. Aufpassen. Bin ich hier schon gewesen? Da liegt doch ein Boot, oder nicht? Huhn! Ah! Och, wann bin ich denn hier gewesen? Da muss ich aber von einer ganz anderen Seite gekommen sein. Über Land oder so.
Ist es jetzt kaputt gegangen? Ja, natürlich. Natürlich ist das Boot kaputt gegangen. Es geht gar nicht anders. Bin ich mal hier lang gelaufen? Ich kann mich beim besten Willen nicht erinnern. Vor allem, dann hätte ich doch vielleicht auch diesen Überhang da sehen müssen. Also ich glaube, ich bin nicht so weit gekommen, ne? Pfah, komisch. Och, das ist ja auch interessant hier. Zwei verschiedene Wasserlevel. Könnte man eine Mini-Talsperre errichten. Es ist relativ immer kahl hier noch so in der... Es stört mir. Ja, Bäume hier, Dschungelbäume. Ah, ich meine, da kann das sein, dass ich mal aus der anderen Richtung, ich bin mal aufgebrochen vom Dschungel aus, über die Dschungelgrenze hinweg, das weiß ich noch. Es kann auch sein, dass es diese Richtung war. Ah, Moment, ja, jetzt erkenne ich hier dieses Tal wieder, genau. Ah, so. Okay, da müsste ich hier vielleicht mal ein bisschen langlaufen. Eier ohne Ende. Oh. Schnell mal einen Happen einwerfen, bevor es wieder zu spät ist. Ja, machen wir heute mal wieder so eine richtige Wanderungsfolge. Nicht immer nur bauen. Gehört auch zum Minecraft-Spielen. Da sind auch schöne Berge da vorne. Hier ist wieder so ein See. Warum ist der nicht angeschlossen oder ist der angeschlossen? Ich bin ja nicht dumm, ne? Hab natürlich noch ein Boot dabei. Hab immer ein Boot in der Tasche. Ah. Kehrtwendung. Na, ob's das bringt, was ich jetzt hier so gerade mache, da ist doch auch schon wieder Schluss, ne? Na, komm. Nee, ist auch schon wieder Schluss. Ja gut, dann haben wir wenigstens überall unsere Boote rumliegen. Renne ich mal hier hoch. Ach, ihr weißt, wisst ihr Schweine, ihr seid so viele und mir geht ja auch bald die Nahrung wieder aus. Ich werde euch mal ein bisschen dezimieren. Das reicht mir schon. Ja, so langsam muss ich mich natürlich wieder nach Hause orientieren. Wenigstens, ja, gute. Notfalls können wir dann unseren Spawnpunkt testen. Mal hier auf den Hügel, ne? Dann schaue ich mich mal um. Ich glaube, diesen Hügel sieht man sogar vom Dschungel aus. Moment, da müsste man aber gleichzeitig auch im Umkehrschluss meine Holzhütten sehen können. Ja, tatsächlich. Da. Ja. Huch. Hat das Schwein aber Schwein gehabt. Noch nicht, doch nicht ganz. Super, der Hügel. Ich wollte immer schon mal wissen, was hinter dem Hügel ist. Obwohl, ich war da ja schon mal irgendwann. Ganz am Anfang, der erste Dschungel, den wir entdeckt haben hier. Der ist ja noch ein bisschen weiter weg in die Richtung, glaube ich. Irgendwann bin ich hier schon mal wild durch die Gegend geeiert. Ja gut, das wäre ein schöner Fluss gewesen da unten, aber das ist, so bringt das natürlich nichts. Gut, aber jetzt muss ich auch wirklich da hinten zurück... mich hier mal durchkämpfen. Ich habe ja eigentlich so den Verdacht, dass man im Dschungel relativ sicher ist, da man schnell irgendwo runterhüpfen kann, irgendwo raufklettern kann. Sag ich jetzt mal einfach so. Da steht ein Braun. Oh, Otzi.
Machst du denn hier? Ja, du hältst mich aber jetzt nur auf. Ich will dich gar nicht. Oh, noch weiter, noch weiter. Was ist das denn hier? Ach, wie schön. Oh, ich werde hier Aua gemacht. Oh, was ist das denn hier Schönes? Das ist ja toll. Das gefällt mir. Mir gefällt nur nicht, dass ich jetzt hier hängen bleibe und verfolgt werde. Was ist denn da los? Manometer. Ja, super, verlaufen. Jetzt habe ich meine Orientierung verloren. Sehe ich da Fackeln? Moment, ich muss, glaube ich, da hinten hin. Da. Heimat. Au. Nicht schlecht. Muss ich nur meinen Einstiegsbaum finden. Ich habe ihn schon gefunden. Ich weiß nur nie, wie ich hier runterkomme. Boah, ist das unheimlich. Ich habe die ganze Zeit, habe ich hier, habe ich das Gefühl, ich würde verfolgt. Puh. Also ich hoffe mal, ich bin jetzt hier in Sicherheit. Ich atme immer so durch. So nach dem Motto, endlich zu Hause geschafft, wieder in Sicherheit, ne? Aber, naja. Ich sag mal so, ich habe jetzt schon so viele Tage hier gebaut. Und bisher ist mir noch nicht ein einziges Monster hier oben irgendwo in die Quere gekommen. Auch keine Spinne, gar nichts. Ich bin für die auch, glaube ich, einfach zu weit weg. Die wittern mich gar nicht. Was ich jetzt durchaus gut finde. Also, ich will ja hier oben auch meine Ruhe haben. Okay, ich schlafe. Vorhänge wachsen auch mal langsam. So, und dann möchte ich gerne mal gucken, ob es das bringt, wenn ich jetzt hier. Ja. Ich möchte hier noch ein. Ja, ich habe ein bisschen Material ausgeladen. Ach, das ist jetzt, glaube ich, alles unten. Ah. Egal. Egal. Ich acker mich hier durch. Ach komm, dann hau ich den eben so kaputt. Dabei habe ich da noch eine Axt dabei. Ist das denn hier Dschungelholz, was ich hier oben habe? Ja, auch nicht schlecht. Ja, guck mal. Da machen wir erstmal so ein bisschen noch von dem. Und dann machen wir noch ein bisschen was von dem. Ja, kannst ruhig dabei bleiben, so. Ja. Und hier auch noch einen dran. So eine Reihe. Dann baue ich hier nämlich die nächste Wand hin. Zäune, da müsste ein Zaun hin. Alles unten, Mann. Ja, ich habe nicht gedacht, dass ich jetzt auch so schnell wieder zurück bin. Von dem Ausflug. Dann doch ein bisschen im Kreis gefahren, so. Ich dachte, ja, okay, der eine komische bewässerte Felsvorsprung, der war natürlich interessant. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass man da vielleicht nochmal einen kleinen Ausflug unternimmt. Da ist immer so ein bisschen so die Abwägerei. Wie sollen denn da Fenster rein? Ein großes, ein kleines würde dahin passen. Moment, hier dann auch zu. Ja, genau. Machen wir jetzt erstmal so und dann kommt dann auch die Halbhölzer drunter. So. Ja.
Hier so zwei so dicke Fenster und dann mache ich hier so zwei so kleine Fenster rein. So finde ich das ganz gut. Ist denn das überhaupt jetzt richtig nochmal von der Höhe, die ich hier so, was ich hier so mache? Ja, ach so, ja, okay. Ja, auf jeden Fall Halbhölzer holen. Paar sind noch da. Ist auch noch hier. Trü-di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 -